Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen an diesem herrlichen sonnigen Tag. Wir dachten uns heute mal, wir erfüllen euch euren Wunsch und fahren ein bisschen mit dem Ford Bronco hier durch die Gegend und nehmen euch ein bisschen mit, teilen euch mit, was so unsere Emotionen sind, wie wir uns dabei fühlen, wie uns das Fahrzeug gefällt und vielleicht schaffen wir es auch, den ein oder anderen Geländeparcours hier zu finden und euch ein paar schöne Aufnahmen zu bereiten. Und ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. In diesem Sinne würde ich sagen, let's go! So, wir sind im Innenraum vom Ford Bronco Badlands und ja, mein Kameramann und ich schwitzen extrem, deswegen starten wir die Kiste jetzt mal. So, ja, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo auf irgendeinem Feldweg. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los, stellen hier noch ein bisschen die Klimaanlage an und mein Kameramann, der kriegt hier auch noch einen kleinen Stoß. Das ist nett. So, dann machen wir das hier runter. Gestern hat so schön geregnet und jetzt ballert es gerade runter. Das ist einfach nicht schön. So, wir fahren los. Wir sind auf einem Feldweg, wie gesagt. Wir brauchen jetzt hier auch noch nicht irgendwie großartig, ja, irgendwie einen Allrad einstellen oder so. Wir sind hier im Hinterradantrieb. Das ist dann eher wirklich für ein bisschen extremeres Gelände. Genau, wichtigste Taste ist hier unten gleich noch. Nämlich die, oder das Deaktivieren der Start-Stopp-Automatik. Braucht kein Mensch. Und wir hören es piepen, weil mein Kameramann nicht angeschnallt ist. Ja, wir sind jetzt auf einer Wiese und ich befürchte, wir müssen hier umdrehen und fahren mal zurück und fahren woanders hin. So, schöner Wendekreis vom Bronco, gar kein Problem. Immer noch im Hinterradantrieb übrigens auf dieser Wiese hier. Ja, zum Fahrverhalten. Wir haben es vorhin auch schon festgestellt, selbst in diesem wackeligen Gelände hier, wir sind ja jetzt nicht auf einer ebenen Straße, man spürt kaum was, weil wir haben hier die Version Badlands, das heißt, wir haben das Sasquatch-Paket, ganz wichtig, dadurch bedingt das Bildsteinfahrwerk und trotz dieser 35 Zoll Reifen kann man hier wirklich lustig rumfahren und spürt sehr, sehr wenig. Also es ist wirklich sehr angenehm beim Bronco. Selbst hier übrigens beim Softtop, wir haben das Softtop jetzt nicht aufgemacht, weil dann ist die Geräuschkulisse hier drin fürs Video noch ein bisschen besser. Könnte man jetzt aber natürlich wunderbar machen. Dauert 2 Minuten, dann kann man hier im Cabrio-Modus unterwegs sein. Haben wir jetzt aber, wie gesagt, nicht gemacht aufgrund der Geräuschentwicklung. Mit wie vielen Handgriffen, würdest du sagen, kann man das Top runternehmen? Also gut, zunächst mal sollte man stehen. Im Fahren ist es spannend. Nee, man muss natürlich stehen dazu. Aber es ist wirklich, also wenn man kann es jetzt hier einfach einmal nur aufmachen und nach hinten klappen, wie in so eine Art Schiebedach. Wenn man es ganz aufmachen will, muss man natürlich die hinteren Fenster kurz rausbauen. Aber das dauert, wie gesagt, 2 Minuten. Es sind vielleicht 6, 7 Handgriffe. Dann ist das Dach offen, dann hat man noch 2 so Bänder von Ford mitgeliefert bekommen und dann kann man das hinten so ein bisschen fixieren, dass es nicht dauernd hin und her wackelt und dann ist das wirklich super. Ja, das gleiche beim Hardtop. Also auch beim Hardtop können wir hier, das sind hier 2 Module, die wir hier vorne aufmachen können. Das können wir übrigens immer machen, weil die vorderen 2 Dächer können wir im Auto hinten mittransportieren, im Kofferraum. Nur das hintere Dachelement sozusagen müssen wir irgendwo abstellen. Das können wir jetzt so nicht mitnehmen. So, wir sind auf der Straße. Witzig ist auch, dieses relativ kleine Lenkrad beim Bronco. Es ist fast so ein bisschen Go-Kart-mäßig, würde ich sagen. Wir haben natürlich jetzt bedingt durch das Softtop ein paar mehr Geräusche als jetzt mit dem Hardtop, ganz klar. Aber immer noch angenehm und selbst bei 120, 130 kann man sich immer noch ganz gut unterhalten. Also das ist in meinen Augen kein Problem. Man muss eben bedenken, das Softtop ist dazu gedacht, dass man eigentlich ohne Dach fährt. Ja, also es ist eine Art Notdach. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, gestern hat es zum Beispiel sehr, sehr stark geregnet und der Wagen stand draußen und das Softtop hält auch bombendicht. Also da kommt kein Wassertropfen rein. Nicht so, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt hier irgendwie billig gemacht oder so, sondern da kommt wirklich kein Tropfen rein. Auch wenn man beispielsweise in der Waschanlage steht, mit dem Dampfstrahler das Auto abspritzt, überhaupt kein Problem, da passiert nichts. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und das Hardtop ist natürlich mindestens genauso dicht. Also auch da überhaupt kein Problem. So, wir sind jetzt hier auf der Landstraße. Wir fahren 65 km/h. Wir haben genug Power dank dem 2,7 Liter V6 und der 10-Stufen-Automatik, die mittlerweile ja von Ford in fast jedem Fahrzeug verbaut ist und die einfach super geil ist.
auch in Bezug auf den Verbrauch. Also von den Reifen auch her, wie gesagt, das sind 35 Zoll Matara-Reifen, also eigentlich wirklich fürs Hardcore-Gelände. Aber man kann wirklich auf der Straße auch sehr, sehr entspannt fahren und ich behaupte auch definitiv längere Strecken. Vor allem höhere Geschwindigkeiten auch, ne? Auch, ja. Ich sag mal so, macht man jetzt vielleicht mit einem Pickup oder mit einem Geländefahrzeug sowieso eher weniger, weil man einfach ein anderes Feeling hat, als wenn man jetzt in einem Shelby GT500 drin sitzt. Da ist man immer auf aggressives Fahren so ein bisschen. Also diese Empfindung habe ich jetzt hier auch gar nicht. Das ist wirklich so ein angenehmes Cruisen hier. Ansonsten auch von den Platzverhältnissen. Ihr seht ja, ich bin über 1,90 groß und habe hier immer noch entsprechend Platz. Also das ist überhaupt kein Problem. Grundsätzlich hat Ford ja auch darauf Wert gelegt, dass man wirklich auch genügend Platz hat. Also auch von der Beinfreiheit her, beim Viertürer auch in der zweiten Reihe. Und das muss man einfach sagen, auch wenn es der ein oder andere vielleicht jetzt nicht gern hört, ist einfach besser als bei Jeep. So, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist einfach so, wenn man hier im Bronco drin sitzt, dann merkt man, dass man in einem Ford-Fahrzeug sitzt, bin ich der Meinung. Klar, es ist nochmal was anderes, wenn man jetzt im F-150 sitzt oder im Ford Expedition. Das ist nochmal was anderes, aber man hat wirklich genug Platz in meinen Augen. Und ich mit meiner Größe bin ja auch kein Maßstab. Die meisten sind ja auch vielleicht eher ein bisschen kleiner jetzt noch als ich. Also Platzprobleme, finde ich, gibt es hier entsprechend keine, auch für Gepäck. Und auch für Kinder hinten beispielsweise, die können hier prima sitzen und mitfahren, überhaupt kein Problem. Würde aber auch beim Zweitürer funktionieren. Also ich persönlich bin beim Bronco tatsächlich eher der zweitürige Fan, weil ich finde, dass das Auto dann noch ein Tick kompakter wirkt. Und auch beim Zweitürer hat man 4 Sitzplätze. Also auch da kann man mal Leute mitnehmen. Aber das ist Geschmackssache letztendlich. Ich denke, viele unserer Kunden auch nutzen den Wagen hauptsächlich eben auch für den Alltag. Ich hoffe natürlich, dass einige auch mal in den Genuss kommen, ins Gelände zu fahren. Das sollte man wirklich machen. Da muss ich wirklich darauf hinweisen, dass das sehr viel Spaß macht. Auch wenn man jetzt kein erfahrener Offroad-Fahrer ist, macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dem Fahrzeug. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich nochmal im Offroad-Bereich. So, wir haben jetzt hier eine kleine Pause gemacht und haben hier was gefunden und ich kann leider nicht widerstehen, auch wenn ich mich schon wieder 2 Stunden bei der Waschanlage stehen sehe. Aber schaut euch mal an, nachdem es gestern geregnet hat, was für wunderschöne Dinge hier entstanden sind. So, da fahren wir jetzt gleich mal durch. Eigentlich ist es völlig übertrieben, aber ich schalte jetzt mal in den Schlamm und Steine. Okay, nee, das ist übertrieben. Wir gehen nochmal zurück in Normal. Warum? Weil er hat jetzt die Differentialsperre hinten eingeschaltet. Und das ist hier wirklich übertrieben, ne? Das ist ja hier nur so ein steiniger Parkplatz, sage ich jetzt mal. Da brauchen wir jetzt hier vom Fahrmodi her. Wir brauchen auch kein Allrad hier. Wir fahren da jetzt einfach mal so durch. Bist du bereit? Cool. Ich schnall mich an. STVO. So. Fahre einfach mal drüber, ja? Ja, das macht Laune. Ah Gott, ich werde 2 Stunden Auto waschen. Nicht so schlimm, oder? Geht. Nee. Wir waren ja schon mal im Offroad-Park. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, unser Carporn. Und da meintest du ja auch, es wäre nicht so tief. Und, letztendlich standen wir dann bis hier im Wasser. Ja, da würde ich sagen, dagegen ist das fast sauber, oder? Ja. Also, ja, das passt, würde ich sagen. Weiter geht's. So, wir machen jetzt mal einen kleinen Drift hier und schalten mal die Traktionskontrolle aus. Ah, haben wir schon? Genau, perfekt. Und los geht's. Ja, also er ist jetzt ein bisschen matschig nach unserer kleinen Fahrt hier. Minimal. Ja, ich denke so 2 Stunden, dann ist er wieder sauber. Eigentlich muss er ja auch so aussehen, ne? Ich meine, ganz ehrlich, der Bronco ist nicht dazu da, um in der Garage zu stehen. Aber hat er gut gemacht. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir noch so ein bisschen Wiese, Gras, Schotter oder so finden, oder? Ja, let's go.
So, wir haben jetzt hier mal wieder irgendeinen Feldweg und da vorne ist so ein kleiner Hügel, da heizen wir jetzt mal hoch, würde ich sagen. Hinterradantrieb reicht, brauchen jetzt auch keinen Bachermodus oder irgendwas, völlig übertrieben. Fahren da jetzt mal hoch, es ist wirklich so angenehm, man kann es kaum beschreiben. Man kann hier so wie auf einer normalen Straße fahren, obwohl hier teilweise auch manchmal Schlaglöcher sind oder irgendwas. Das ist wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Immer noch im Hinterradantrieb. Ich weiß gar nicht, wie steil das jetzt ist, aber es sieht nicht so steil aus. Aber es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß. Den langsamen Allrad brauchen wir jetzt hier nicht. Der ist dann, wenn dann eher dazu gedacht, wenn man wirklich am Rockcrawlen ist, also irgendwelche Felsen hochfährt, dann schaltet man in den Rockcrawl-Modus und dann macht er das aber selber. Also er schaltet dann auch selber hier in den langsamen Allrad. So braucht man das jetzt nicht hier. Ist immer noch angenehm, ne, vom Fahren her. Also hier ist ja jetzt wirklich schon sehr, sehr hügelig hier. Sehr viele Steine im Weg, aber es ist immer noch wirklich, also einfach angenehm. Und es ist natürlich angenehm, dass keiner hier ist. Ah ja, perfekt. Hier haben wir jetzt mal eine richtige Kuhle. Da fahren wir mal ein bisschen langsamer drüber hier. Die letzten Hügel hier. Allrad machen wir jetzt mal wieder aus. Ich gehe wieder in den Hinterradantrieb, weil wir haben jetzt hier eine normale Straße. So, und schon sind wir wieder auf der normalen Straße. So, wir sind jetzt, irgendwo im Wald. Oh, schaut euch das an, wie schön das ist. Es ist ein bisschen dunkel hier, aber halt mal hier drauf, ob man das sieht. Wahnsinnig schön, oder? Ah ja, wir haben immer noch keinen anderen Modus drin. Aber ich sehe jetzt auch gerade keine Notwendigkeit, großartig was anderes zu machen. So, eine Sache wollte ich euch noch zeigen, weil es wirklich klasse ist. Je nachdem, in welchem Fahrmodi ihr euch beim Bronco befindet, schaltet auch entsprechend die Kamera um. Und es gibt hier verschiedene Perspektiven. Die Kamera ist wirklich von der Qualität her sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier in den Rockcrawl-Modus umgeschaltet. Das heißt, zum einen hat er jetzt hier die Differentialsperre hinten aktiviert. Dann hat er die Stabilisatoren vorne ausgehängt. Brauchen wir jetzt hier natürlich nicht, aber zur Demonstration. Wir sehen das Ganze auch nochmal in dem kleinen Display hier auf der Fahrerseite. Und jetzt haben wir hier verschiedene Kameraperspektiven und sehen hier zum Beispiel die Reifen links und rechts. Wenn wir jetzt diesen Weg hier weiterfahren würden, dann könnten wir entsprechend hier sehen. Seht ihr die Reifen? Also wirklich ein richtig geniales Feature. Und gerade wenn man nicht so viel Offroad fährt, ist das natürlich eine Wahnsinnshilfe. Und die Auflösung ist auch wirklich klasse. Das wollte ich euch nur noch mal zeigen. Ja, das war es jetzt auch wieder mit unserem kleinen Ausflug mit dem Ford Bronco hier. Zum Schluss haben wir jetzt hier noch eine wunderschöne Szenerie gefunden, mitten im Wald. Und werden euch jetzt noch ein paar Eindrücke aus der Umgebung hier zeigen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und wir haben euch minimal unterhalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und gerne auch kommentiert, falls ihr Fragen habt, auch zum Bronco an sich, zu den verschiedenen Versionen. Und wir sehen uns beim nächsten Fahrvideo garantiert wieder. Bis zum nächsten Mal und Servus!